Willkommen im High Five Channel. Seit Windows Vista hat Microsoft das ursprüngliche Administratorkonto aus Sicherheitsgründen standardmäßig deaktiviert. Das ist auch keine schlechte Sache, denn für die meisten Aktionen benötigt der Nutzer keine erweiterten Administratorrechte. Falls diese Rechte dennoch benötigt werden sollten, gibt es immer noch die Möglichkeit, dieses versteckte Konto wieder zu aktivieren. Unter Windows 7 oder 8 Professional lässt sich dieses Konto über die Computerverwaltung aktivieren, weil das aber nicht in allen Versionen von Windows funktioniert, zeige ich diesmal den Weg über die Eingabeaufforderung. Wir gehen auf Start, geben ein CMD, Rechtsklick, als Administrator ausführen. Wir können das Konto nun aktivieren, indem wir NetUser Administrator / Active schreiben. Enter. Ich bekomme hier eine Bestätigung, das Administratorkonto wurde erfolgreich aktiviert. Beim nächsten Anmelden am System können wir uns nun als Administrator anmelden. Ich zeige noch einmal schnell, wie wir das Ganze, falls wir das Konto nicht mehr benötigen, wieder deaktivieren können. Wir schreiben wieder NetUser Administrator / Active Doppelpunkt No. Ich drücke Enter, bekomme wieder eine Bestätigung und nun ist das Administratorkonto wieder deaktiviert und beim Login kann man sich nicht mehr als Administrator anmelden. Da man mit diesem Konto über erweiterte Rechte verfügt, ist die dauerhafte Nutzung des Kontos nicht empfohlen. Denn auch Schadware wird dann mit Adminrechten ausgeführt, was es ihr einfacher machen könnte, das System zu kompromittieren. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Have fun!